Mir ist es wirklich ein Anliegen, deutlich zu machen, dass es jetzt vielleicht auch zum Teil eine Art Rollenverteilung gibt. Es gibt die, die in erster Linie aufklären. Es gibt die, die diese Verbindung haben und ja, spirituell hellsichtig sind, die da schon ganz anders verbunden sind, Dinge wahrnehmen, in Kontakt sind und uns das schenken. Ein wenig davon habe ich auch im Vergleich zu dem, was zum Beispiel eine Lena Giger wahrnimmt, ein Uwe Breuer sieht, auch eine Nancy Holten und so weiter darf man ernst nehmen. Ist meine Wahrnehmung da wirklich eher gering. Mir ist wichtig, es war lange klar, dass es einen Crash geben wird. Ich hoffe, er geht Schritt für Schritt und sanfter vonstatten. Nicht etwa mit einem großen Knall und eben dann doch sehr, sehr schwierig und schmerzhaft für viele Menschen. Aber es kann das Neue nicht kommen, wenn Altes nicht geht. Altes muss gehen, damit Platz und Raum für Neues da ist. Das ist im Leben eines Einzelnen genauso wie global. Die Gesetzmäßigkeiten gelten immer im Kleinen wie im Großen. Und ich möchte einfach, wenn jemand aufklärt, ist es ganz wichtig, dass er hinschaut. Das ist zum Beispiel der Kai Brenner. Ich finde, der macht das an dem Punkt sehr gut, weil er bringt die Fakten, aber er bringt sie so, dass es niemanden traumatisiert, dass es niemanden total ängstigt. Dennoch kommt es an, man nimmt es ernst. Erreicht die Menschen, aber er strahlt da eben Hoffnung aus. Er hat ja auch ganz viel Hoffnung. Er strahlt einfach was Positives aus, sodass man es sehr gut nehmen kann. Ich bin ja irgendwie immer nie alleine. Das ist ein bisschen schwierig. Also, ich meine, ich möchte eigentlich keine Zuhörer jetzt in dem Sinne, wenn ich das hier aufnehme. Also, ich finde das ein sehr gutes Beispiel von Aufklärung, aber eben dabei immer irgendwie eben durch das, was er ist, Hoffnung und Freude streuen gleichzeitig und trotzdem die Fakten punktgenau benennen und die Menschen damit erreichen. Aber er macht dabei nicht im geringsten Angst und Panik. Denn das halte ich für sehr wichtig, dass wir Bescheid wissen, informiert sind, aber furchtlos im Vertrauen und wie gesagt, uns auf das ausrichten, auf das Neue, was schon da ist, dass wir es nehmen und dass wir uns darauf ausrichten, was wir möchten. Die Menschheitsgeschichte war dunkel, wenn man immer vom finsteren Mittelalter spricht, aber zu jeder Zeit hat es auch schon Licht und Liebe gegeben in der Menschheit, mehr oder weniger. Und jetzt ist es so nah, es ist so greifbar, es ist schon da. Und ich finde es sehr gut, wenn wir, natürlich sollte jeder wissen, dass er seine Kinder nicht impfen lässt mit diesem Impfstoff. Die Gefahr des Chippens, all diese Infos müssen gestreut werden. Andere Dinge muss nicht jeder wissen. Ja, die Jugendlichen nicht zum Teil. Und ich meine, es sind auch nicht alle Menschen offen und bereit dafür. Manche würden es auch gar nicht verkraften. Die machen ihre Arbeit, leisten ihren Dienst in den Systemen, in denen sie sind. Wenn ich jetzt an Schulen denke, ich meine, die arbeiten zum Teil so viel, die haben sowieso keine Zeit, sich da so zu informieren. Da ist es wichtig, dass die wesentlichen Dinge dort ankommen. Nicht jeder ist ein Aufklärer, nicht jeder muss alles wissen. Also wir müssen jetzt auch nicht verlangen, dass jeder offen ist für jede Information und wir müssen nicht jede Information jedem geben. Da darf man auch auf sein Herz, auf seine Intuition hören und vertrauen. Aber natürlich die Dinge, dass uns wirtschaftlich schon ein Niedergang bevorsteht, dass man sich da vorbereiten darf. Und ich meine, die Deutschen sind im Moment zum Teil hier doch sehr willkommen. Jetzt wird es tatsächlich auch zum Teil verbalisiert, also ausgesprochen, weil sie einfach diese Flexibilität, dieses Bewältigen können, diese Kreativität schon mitbringen, während man hier natürlich sehr, sehr daran gewöhnt war, dass alles nach Plan läuft, Struktur, Plan
es ist schon ein bisschen krass, was zum Teil hier abläuft. Gestern habe ich überall nur Covid-Corona gehört, die Masken. Ich habe da auch Videos zu, die filme ich später ab. Jetzt bringe ich nur eins, was ich gerade sehr dran, was gerade finde ich nochmal sehr interessant ist, sehr wichtig, indem ich meine, dass es gerade nochmal heute dran ist. Die anderen, die da morgen, übermorgen. Auch eins im Hinblick auf die Maske, was wirklich sehr, sehr gut zeigt, was die Maske macht oder eben nicht macht. Also von einem Arzt, von einem Wissenschaftler, aber eben Experiment, man kann es sehen, es ist wirklich besser als jedes, was zuvor je im Netz war dazu, zu dem Thema. Gut. Also mir ist es ein Anliegen, dass man sich bewusst macht. Ich meine, ich rede nicht von den Superreichen. Sag mal, die Reichen, da gibt es hier viele, ja, wie viele Bentleys standen da letztens ganz normal wieder vom Autohaus. Ich habe das erste Mal ein Bentley gesehen bei einem Nachhilfeschüler, damals in Deutschland. Der Vater hatte sich einen gekauft, aber der Vater war Hautarzt und Schönheitschirurg. Hier stehen die vom Autohaus, ja, wie anderswo die Skodas oder VWs. In anderen Ländern Europas zum Beispiel. Ja, also hier ist natürlich zum Teil was zu bewältigen, das haben andere Nationen, andere Staaten jetzt so nicht. Und diese Reichen, denen es sehr, sehr gut ging, die sind natürlich so, dass sie eigentlich nicht möchten, dass sich was ändert. Aber es wird sich etwas ändern, auch hier in der Schweiz. Und eben danach hoffen die, die jetzt demonstrieren und dafür einstehen auf eine bessere Welt, wo wir verbunden sind wieder im Einklang mit dem Göttlichen, wo es gerechter verteilt ist, wo wir solidarischer sind untereinander. Wir reden hier nicht von dem Kommunismus. Die Idee war ja mal gut, aber es waren immer Diktaturen. Ja, darum geht es nicht. Also, mir ist es ein Anliegen, dass wirklich mit Unterscheidungsvermögen und so vielschichtig betrachtet wird, wie es nun mal ist. Und Corona wird vorgeschoben, das ist klar, benutzt, denn der Wirtschaftscrash war sowieso gekommen. Es gibt kein uferloses Wachstum und das Ende der Fahnenstange war erreicht und das wussten die lange. Aber eben, es wird sich einiges verändern und danach zum Guten. Ist fast umgefallen. Ja, aber eben, das Neue kann nicht kommen, wenn die Systeme nicht zum Teil eben tatsächlich auch mehr oder weniger zusammenbrechen. Zumindest muss Altes gehen, damit das Neue kommen kann. Damit es Raum und Platz hat. Also, ich zeige jetzt mal das, was heute aus meiner Sicht teilenswert ist. Ich hoffe, man sieht es gut genug, aber es kommt in erster Linie auch aufs Hören an. Ein Hinweis dafür vielleicht kann man finden im Strategiepapier des Bundesinnenministeriums, das im März veröffentlicht wurde, unter dem Titel Wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen. Wenn wir da in den Text schauen, finden wir: Lasst uns nicht über die Fallsterblichkeit reden. Die Todesraten sind so klein und sie betreffen nur eine Risikogruppe, nämlich die älteren Menschen. Das könnte viel zu harmlos wirken. So erzielen wir keine Angst und keine Schockwirkung bei den Menschen in Deutschland. Was müssen wir tun, um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen? Dann werden drei Beispiele angeführt. Erstens, wir müssen die Urangst der Menschen wecken. Am besten erzählt man ihnen, wie schlimm der Erstickungstod ist. Zweitens, Kinder bringen ihre Eltern um und ihre Großeltern. Für alle Seiten furchtbar. Und das dritte, Folgeschäden. Folgeschäden sind bisher, kann man eigentlich nichts zu sagen, weil es viel zu früh ist. Es mögen auch Einzelfälle sein, aber dann hängt das wie ein Damoklesschwert über jeden, der einmal eine Infektion hatte. Damit kann man wunderbar Angst machen. Ja, Strategiepapier des Bundesinnenministeriums. Da wissen wir doch, dass wir in guten Händen sind, nicht wahr, meine Damen und Herren? Thank you.
Ja, also wenn man das nicht lesen konnte, ist nicht so tragisch. Sie hat es vorgelesen. Man kann es hören. Vergesst nicht, dass darüber tatsächlich noch ganz andere stehen. Über unseren Politikern. Die machen natürlich leider mit, sind käuflich. Ja, und vergesst nichts. In der Hoffnung zu bleiben, keine Angst, keine Panik. Denn ich glaube tatsächlich, dass manche Folgeschäden auch eine Art Burnout-Symptome waren, ja, die von Angst und Traumatisierung herrühren oder herrührten. Ja, also, herzliche Grüße von mir.